Vergiss es. Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt's auch. Und jetzt verschwinde, ich habe zu tun. Ach Mann, Robert, ich will dir doch nicht dein Menü kaputt machen. Ach nein? Nein. Es ist so, diese Krautsuppe, die hat eine ganz große Bedeutung für Katharina und mich. Das ist so eine Art Symbol für unsere Beziehung. Krautsuppe als Symbol für eine Beziehung. Ja. Du bist echt krank. Bei Albertrüffeln würde ich ja nichts sagen. Oder einem Foie Gras. Aber ausgerechnet sowas. Wir sind nicht immer einer Meinung, ich weiß. Aber weißt du, wann Katharina und ich Krautsuppe gegessen haben? Wann? Das war, nachdem sie meinen Heiratsantrag angenommen hat. Hm. Das war einfach traumhaft, wie wir da standen, mitten auf dem Viktualienmarkt, wie wir unsere Teller leer gelassen haben, glücklich. Wir hätten die ganze Welt umarmen können. Ja, und seitdem ist Krautsuppe für Katharina einfach das Größte und für mich natürlich auch. Okay, okay, ist ja gut. Wenn es ohne eure sentimentale Suppe nicht geht, dann muss ich die eben kochen. Danke. Wenn du willst, erkläre ich das deinen Gästen, damit die wissen, dass du an der Sache völlig unschuldig bist. Danke. Apropos Gäste, was sag ich mit Marie? Kommt sie auch? Ist aus zwischen uns. Was? Ja. Naja, ich hätte sie so oder so nicht mitgenommen. Bei Verlobungsfeiern kommen Frauen nur auf die falschen Gedanken. Was für ein Tag. Fängt richtig gut an, ich fühle mich stark und dann... Oh, ein vierblättriges. Vielleicht bedeutet das ja, dass ich irgendwann wieder richtig glücklich werde. Ich wünsche es mir so sehr. Du siehst bezaubernd aus. Atemberaubend. So eine Frau habe ich gar nicht verdient. Wir sind füreinander bestimmt. Ich freue mich auf die Feier. Das ist schön. Ich hatte schon Sorge, weil du vorhin so durch den Wind warst. Du, alles wieder okay. Ist wirklich alles wieder okay? Ja. Ganz sicher. Also irgendjemand hat hier Hunger gehabt. Hm. Ich glaube, ich muss in die Küche gehen und unsere Liebe noch mal auffüllen. Geht's dir jetzt besser? Mir geht's großartig. Ich habe vorhin ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Ah. Das sagt ja wohl alles. Ich will irgendwann mal genauso glücklich sein wie Alexander und Katharina. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Genau. Du musst es nur ganz fest wollen. Dann klappt das auch. Hallo. Helga Emden. Ich hätte eine Bitte. Ja. Kann man das auffüllen? Das ist einfach so lecker. Natürlich. Wir kümmern uns drum. Ach, das ist toll. Übrigens, Sie haben ein wunderschönes Kleid an. Ja, wirklich ein tolles Kleid. Es steht Ihnen fabelhaft. Danke. Ja, dann machen wir doch einfach noch ein paar Herzen. Wer reicht denn die Pralinenmasse noch? Dann müssen die eben jetzt mal dran glauben. Was, du willst die Kleeblätter opfern? Schon passiert. Robert, Robert, ganz kurz. Ja. Hast du das mit der Krautsuppe hingekriegt? Oh Gott, Brüderchen, hier brennt mir die Bude und du kommst schon wieder mit deiner Krautsuppe. Du hattest gesagt, du machst uns einen. Hab ich ja auch. Da drin, in diesem Topf, da ist sie drin. Zufrieden?
Die sieht super aus. Ja, sofern eine Krautsuppe überhaupt super aussehen kann. Krautsuppe? Alexander, dass du wirklich daran gedacht hast. Du bist einmalig. Du solltest doch nicht in die Küche kommen. Wieso, ist doch viel schöner. Vor den ganzen Gästen hätte ich mich doch gar nicht so richtig freuen können. Und hier sind nur wir beide. Und unsere Krautsuppe. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, natürlich hast du recht. Immer. Probier es mal. Oh ja. Total versalzen. Das hat er mit Absicht gemacht. Was soll das bitte? Nur weil dir die Suppe nicht ins Menü passt, musst du sie versauen? Ich mal um einen Gefallen und dann... Das kann ja nicht sein. Was ist denn damit passiert? Warum macht denn Robert sowas? Das ist doch völlig unter seinem Niveau. Wie hast du vorhin so schön gesagt? Bei meinem Bruder weiß man nie, was als nächstes kommt. Gut, dass du dich endlich umgezogen hast. Es wurde aber auch Zeit, ja? Das macht dich in dem Aufzug in die Küche zur versalzenen Krautsuppe. Nein, aber nicht daran. Hallo. Hallo, schön, dass ihr kommen konntet. Freut uns sehr. Ich glaube, wir sind fast alle da. Sollten wir langsam Robert Bescheid sagen, dass wir in einer halben Stunde mit dem Hors-d'oeuvre beginnen können? Ach, das kann doch Werner machen. Nee, lass mal. Ich glaube, Vater charmiert gerade so schön meine zukünftige Schwiegermutter. Ich mach's mal lieber selbst, sonst bekommen wir gar nichts zu essen. Ach, komm schon, Alexander. Ärger dich nicht wegen der Krautsuppe. Ich habe deine Idee wunderschön gefunden. Und das restliche Menü von Robert war doch sensationell, oder? Ja, das stimmt schon. Ja. Außerdem will ich sowieso nur eins. Dass es dir gut geht. Gib mir mal kurz die Beine vertreten. Bin gleich wieder da. Natürlich, Liebling. Wenn ich unsere Kinder so sehe, ein Traumpaar. Ja. Und wie sie miteinander umgehen, die wahre Liebe. Ui, die wahre Liebe. Ich fühle mich wie ein Dreigroschen. Maxim. Wie liebevoll du das immer machst. Ich hätte dafür ja keine Geduld. Naja. Ach Mensch, Laura. Wer solche Kunststücke zaubern kann, muss doch einmal ein Lächeln hinkriegen. Hört ihr das? Das liegt gar nicht. Darf ich bitten? Mike, jetzt nicht. Ich muss das hier fertig machen. Doch, genau jetzt. Sieh, so geht doch. Na, wenn man so geführt wird wie von dir. Ich meine nicht das Ding. Ich meine dein Lächeln. Schau mal, Alexander. Unsere Liebe ist wieder ganz. Wie schön und so toll dekoriert. Haben Sie vielen, vielen Dank. Sie sind eine echte Künstlerin. Dass Sie das wieder so toll hinbekommen haben, obwohl schon die Hälfte weggenascht war. Ja. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dieses Herz bringt Alexander und mir Glück. Tja, wenn unser Haus irgendwann mal schief stehen sollte, dann kommen wir ganz einfach zu Ihnen und holen uns neues Pralinenglück. Ich war mein Schatz. Ja. Glücksbringer ist immer gut. Danke. Frau Klinker-Emden, Herr Saalfeld, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute zur Verlobung. Ich kann Ihnen leider nur dieses bescheidene Pralinenherz schenken, aber ich hoffe, Sie haben viel Freude damit. Vielen, vielen Dank. Ja, und dieses wunderbare Glücksherz würden wir jetzt gerne mit euch allen teilen.
Das sind die besten Pralinen, die ich seit Jahren gegessen habe, Laura. Die können durchaus mit den belgischen Konfiserien mithalten. Besser, viel besser. Das ist zu viel des Lobes. Nimm doch eins. Was ist hier? Ich muss mal meine Fahrt schicken. Das ist ein wunderschöner Abend. Die Feier ist echt gelungen. Ich glaube, heute bin ich die glücklichste Frau im Universum. Katharina, du bist die einzige Frau in meinem Leben. Ich liebe dich und ich werde dich immer lieben. Das verspreche ich dir. Ich liebe dich. Sein sollen. Und was für ein Stress. Ich liebe dich. Aber irgendwie muss es doch auch so sein, oder? Also wenn ich mich mal verlobe, Laura, dann von vorne bis hinten. Alles drum und dran. Habe ich was Falsches gesagt? Ah, die Alexander-Schuhe. Frau Mahler, ich muss dir unbedingt meine zukünftigen Schwiegereltern vorstellen. Sie sind wirklich eine Künstlerin. Entschuldigung, Sie haben diese herzlichen Verführungen tatsächlich selbst gezaubert? Ja, eine Kleinigkeit. Die besten Pralinen, die ich je gegessen habe. Werner, wo hat Robert nur diese außergewöhnlich begabte junge Frau aufgetrieben? Werner, möchtest du dich nicht bei Frau Mahler bedanken? Ja, aber doch, natürlich. Wirklich eine sensationelle Köstlichkeit ihrer Pralinen. Ich befürchte, mein Mann hat ein paar zu viel davon verspeist. Sie müssen uns unbedingt noch andere Geheimnisse Ihrer Kunst präsentieren, Frau Mahler. Sehr gerne, Frau Klinke-Emden. Auch mein Sohn Alexander war ganz verzaubert von den Herzen. Oh ja, er konnte gar nicht genug davon bekommen. Sie haben unsere Verlobung sozusagen eine kleine Krone aufgesetzt. Ach, Sie Arme, Sie haben sicher jede Menge zu tun und wir halten Sie hier mit unseren Komplimenten auf. Vielen Dank nochmal. Die Dinger sind einfach der Hammer. Omi wusste, wie man Depressionen therapiert. Aber der Chef war auch ganz hin und weg davon. Der hätte ich am liebsten selbst vernascht. Der hat sich angeguckt, als wäre es aus einer fliegenden Untertasse gestiegen. Oh, Tanja, du fantasierst. Ich hab doch genau gesehen. Ja. Mal ehrlich, der stand da wie angewurzelt und hat dich nur angeguckt. Dem war nicht gut, der hat zu viel Pralinen gegessen. Kann so ein Weihnachtsmann erzählen. Der steht auf dich. Vielleicht will er mit dir nochmal seinen zweiten Frühling erleben. Den erlebt er jetzt mit seiner Frau und jetzt hör auf damit. Ruhe. Und der steht doch auf dich.